Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum nächsten Burgercheck. Wir fahren heute nach Bremen und es gibt ein neues Prinzip. Wir werden die beste Google-Bewertung einer Abonnentenempfehlung gegenüberstellen. Dementsprechend testen wir Gatsby Burger, 4,5 Sterne. Ich blende ihn mal eben hier ein. Testen wir gegen Biggie B Burger. Der hat nur 4,1 Sterne im Google-Ranking. Ich blende es auch noch mal eben ein. Aber eben empfohlen vom guten Ole und wir gucken, wer es raushaut. Bewertung 1 bis 10, wie immer. Ich teste Cheeseburger. Ja, ich blende auch noch mal eben die Burger-Checks vom letzten Mal ein. Welches Ranking wir haben. Wir suchen natürlich den besten Burger Deutschlands. Das sind die bisher Ergebnisse und ich bitte den Ehrenhuren Sascha mal eben die Bewertung einzublenden. Bam! Da haben wir die Bewertung von den letzten Burgern oder vielleicht auch hier und wir gucken, ob wir heute besser rauskommen oder nicht. Wir fahren jetzt erstmal, glaube ich, zu Biggie B. Und ich danke euch nochmal für die ganzen Empfehlungen aus den letzten Videos. Bitte heute auch bewerten. Ich wollte auch den Ole kontaktieren, mich kurz mit ihm treffen. Also das ist auch drin beim nächsten Video. Dann kontaktiere ich euch, ich schreibe euch an, ihr schreibt mir per E-Mail, bam, und wir fahren jetzt nach Bremen. Hast du Bock auf Burgerholle? Ja, das ist das erste Mal, dass du mich Holle nennst, glaube ich. Du kannst mich nächstes Mal im Bett so nennen, denn ist direkt Abschussgefahr. Darf ich dich also jetzt nicht mehr Mausi-Schwänzchen nennen? Big Yada Deluxe kannst du mich nennen. Aber das war's aber auch. Anaconda. Anaconda vielleicht. Wir sind jetzt angekommen in Bremen. Wie ihr seht, Wetterumschwung. Es geht rein bei Biggie B. Es ist jetzt, sie sind im Umbau, deshalb ist optisch nicht so viel zu sehen. Aber ich habe mit der Besitzerin geredet. Die hat mega viel versprochen. Ich bin gespannt, ob sie zu doll auf die Kacke gehauen hat. Aber wir holen jetzt den Burger, holen den von Gatsby und dann machen wir direkte Gegenüberstellung. So Leute, wir haben Florian am Start. Das Hallo, ist, moin. Ja, moin Florian erstmal. Grüß dich. Grüß dich. Sorry. Also das ist der Burgerbrutzler aus dem Biggie B. Und für mich ist die Frage, ich habe ihn eben schon gesagt, ich suche den besten Burger Deutschlands. Burger ist oft irgendwie gleich und man sucht irgendwie was Spezielles. Was ist das, was euren Burger so speziell macht? Unser Burger macht speziell. Zum Beispiel das Rindfleisch aus der Wesermarsch, was wir beziehen. Unser frisches Hähnchen. Wir haben lange an unseren hausgemachten Soßen getüftelt. Zusätzlich haben wir ein hausgemachtes Brot, was wir vom Bäcker beziehen, wo unser Rezept hintersteht. Okay, das finde ich immer schon mal wichtig. Das selbstgemachte Brot ist nicht diese Industrie-Scheiße. Da hast du irgendwie Burger Patty, hast du gefühlt bei jedem zweiten Burgerladen. Das ist schon mal gut. Selbstgemachte Soße, gutes Fleisch. Also die besten Voraussetzungen für einen guten Burger haben wir schon mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Burgerbrutzeln, ne? Auf jeden Fall. Ja, perfekt. So Leute, wir haben den Patrick hier am Start. Der wird uns jetzt die Burger brutzeln. Genau. Hast du es denn drauf, Patrick? Bin seit 2 Jahren hier, also. Okay. Also wenn dir gleich der Burger aus der Hand fällt, dann ist aber scheiße, ne? Ja. Dann kann ich schon mal meine Kino selber schreiben. Ja, komm, dann legen wir mal los. Warum sind die so rund, Patrick? Warum macht ihr die so rund vor? Kann man besser so einfach zusammen in meinen Behälter lagern. Das ist schon ein System, dass ihr das nicht vorher würzt, sondern danach eben halt, ne? Genau. Salz und Wasser. Also der so saftig ist, wie es so geht. Saftig ist das richtige Stichwort. Saftig. Ja. Saftig. Und machst du mir den jetzt Medium oder wie machst du? Wie möchtest du? Medium würde ich nehmen gerne. Medium. Dann machen wir Medium. Und da das hausgemachte Brot, Leute. So ist ja auch alles hausgemacht, ne? Alles hausgemacht. Mhm. Frischer Salat, hier alles schon vorbereitet. Mhm. Was ist das für ein Käse, den ihr verwendet? Ein Cheddar. Was hast du da jetzt nochmal gerade gemacht, Patrick? Du hast nochmal eben den Käse draufgelegt, zeig genau, mal. Den Käse. Ja. Und hier jetzt nochmal die Pappschale drauf gemacht. Weil ja. Unsere letzte Glocke ist gerade gestern kaputt gegangen. Was für einen Effekt hat das, dass man das darauf legt? Dass der Käse besser schmilzt. So kriegt der Burger nochmal die Hitze von allen Seiten nochmal. Mhm. Da bin ich gespannt, ob du ein Medium hingekriegt hast. Ist manchmal schwer, ne? Genau. Also ihr habt den Burger gesehen, der wird jetzt eingepackt, wir nehmen ihn mit. Bei mir läuft schon sämtliches Wasser im Mund zusammen. Ob der jetzt saftig ist, du wirst es im Video erfahren. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ja, und einen Kommentar da lassen. Und Daumen oben natürlich. Ja, Patrick, ich danke dir erstmal auf jeden Fall. Jo. Ich melde mich danach nochmal, ich rufe nachher nochmal durch für ein Feedback hier im Laden. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, vielen Dank für deinen Einsatz, Patrick. So, einmal kurz noch aus der Hand, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Hier vorne ist der Burger. Gatsby. So, und das ist halt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, beste Google-Bewertung. Der andere war halt die Abonnentenempfehlung. Und jetzt holen wir erstmal den Burger ab. Alles gut oder was? Ja, safe und bei dir? Ja, muss. Moin, danke, moin, Meister. So Leute, wir haben hier nochmal einen Ehrenmann gefunden. Moin, ja? Moin. Ja, moin. Grüß an meine Jungs aus Bremen. Ja, hau raus. So. Wen grüßt du? Julian, Bela, meine Jungs hier. Alles klar. Und du arbeitest hier bei Gatsby. Jo. Dann sag mal, ey, warum haut euer Burger, ich mache jetzt Test, Biggie B gegen euren Burger, warum haut euer Burger Biggie B's weg? Wir machen einfach die besten Burger in Bremen, bist du. Weltweit. Ist das Fakt in Bremen, sagt man das so? Gatsby, bester Burger? Ja.
Okay. Das ist Fakt. Würde ich so belegen, auf jeden Fall. Okay, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich werde jetzt den direkten Test machen. Ich habe nämlich schon bestellt. Perfekt. Ja, cool. Danke, Jungs, für euren Einsatz. Ne? Jo, ciao, ne? Ja, Kuss, Kuss. So, also, wir haben jetzt Burger am Start. Ich habe jetzt noch mal gefragt, es wollte keiner vor die Kamera. Fleisch vom regionalen Schlachter. Brot, beste Qualität. Die Soße natürlich auch alles selber gemacht. Und sie sind absolut überzeugt von der Qualität. Wie soll es auch sein, wenn du jemanden da fragst? Und ich bin jetzt echt gespannt. Ich werde jetzt beides fressen. Wartet ab auf die Bewertung. Es wird mal wieder episch. Also Leute, jetzt der direkte Vergleich. Wir haben hier den Gatsby Burger. Schön krosses Fleisch, fluffiger Burgerbun, beides Brioche. Und das ist nochmal eben kurz, wir haben ja vorhin schon abgefilmt, der ist ein bisschen durchgesapscht, der Biggie B Burger. Den werden wir als erstes auch testen, der ist noch richtig warm. Wir haben natürlich Gas gegeben, direkt bei den Mülltonnen hier übrigens. Ihr lacht ja immer drüber, wie ich esse, aber es geht nicht anders, ich muss so. Jetzt der Gatsby Burger, ich mach gleich die Bewertung komplett alles auf einmal. Hast du nicht ernsthaft gemacht, oder? Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Der Kollege vom BGB hat es übrigens hingekriegt. Er ist Medium. Also Leute, das hier ist der BGB Burger, das hier ist der Gatsby Burger. Ich möchte jetzt in den direkten Vergleich eintauchen. Die Brioche Brötchen, beide wirklich, ich würde fast sagen perfekt, also wirklich einfach sehr gut, fluffig, luftig, so wie ein Brioche-Brötchen sein soll. So, wir haben bei dem BGB-Burger, wir haben eine interessante Soße. Das ist so eine Mayo-artige Soße, die in einer Kombi mit dieser Tomate irgendwie sehr gut zur Geltung kommt. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich hätte beinahe gesagt, so leicht säuerlich, aber es ist wirklich lecker. Man muss noch mal den Review einmal machen. Zu dem Salz, es ist etwas zu viel Salz drauf geraten. Das war so leicht Negativ-Kritikpunkt bei dem Burger. Und wir müssen ja letztendlich sagen, Burger, was macht ein Burger besonders? Und wir suchen einfach das gewisse Etwas beim Burger, das Besondere. Und dieser Burger, muss ich einfach sagen, so vom Feeling her, und das ist irgendwie, das habe ich bei keinem anderen Burger gesehen, der ist von allen Seiten so mega kross, crunchy-mäßig hätte ich beinahe gesagt. Also das hat mich bei diesem Burger geflasht. Und ich muss sagen, das ist das, was für mich einfach vom Feeling her den Gatsby Burger leicht vorne, was den leichten Vorsprung, den, das ist das, was für mich 2 Stunden später. Das ist das, weshalb der Gatsby Burger einen kleinen Vorsprung für mich hat. Sind beides wirklich gute Burger. Aber der Gatsby Burger kriegt von mir eine 8,2. Der Biggie B kriegt eine 8 von mir. Haben wir den neuen besten Burger bisher gefunden Deutschlands? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben einen Unentschieden, Leute. Deshalb der Einspieler hinterher. Ich wusste in dem Moment nicht mehr, wer welche Punkte hat. Das muss ich nächstes Mal besser machen, mir die Punkte nochmal angucken. Aber es gibt kein Unentschieden. Deshalb muss ich den Sieger zwischen Ottos 8,2 und Gatsby 8,2 küren. Und für mich ist Ottos noch eine kleine Nummer besser, weil der Fleischgeschmack so stark reinkommt. Und das muss ich jetzt im Nachhinein sagen, weil ich hatte die Punkte nicht mehr im Kopf und der Fleischgeschmack war einfach so intensiv bei Ottos. Deshalb bleibt mir jetzt nur die Möglichkeit, auch wenn es sich blöd hört, aber ich bin leider der Entscheider, muss ich den Gatsby 0,1 abziehen, damit wir einen klaren Sieger haben, um im Nachhinein die klare Staffelung zu haben. Otto ist bisher der beste Burger gewesen, Ottos. Deshalb Gatsby geht einfach der Einfachheit halber jetzt auf 8,1 runter und wir haben immer noch den Sieger mit Ottos, aber wir switchen weiter zum Video jetzt. Das, was ich bei den Burgern vermisst habe, in Anführungszeichen, man merkt, es ist gutes Fleisch, beste Qualität, aber was ich bei den Hamburger Burgern hatte, was ich bisher nirgendwo anders hatte, dass das Fleisch an sich einen sehr kräftigen Eigengeschmack hatte, nämlich bisher bei dem Ottos Burger war es am besten. Und das war das, weshalb ich jetzt sagen würde, ich weiß nicht mehr, was ich damals für eine Bewertung gegeben habe, aber warum Hamburg noch leicht vorne ist jetzt im Rennen zwischen Hamburg und Bremen, aber die Burger sind wirklich köstlich. Man muss sagen, die beiden Burger sind köstlich und wenn Bremen ist, die beiden Burger muss man sich gönnen. Saftig, knaftig. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und ich bitte nochmal, gib mir die Kommentare. Ich wollte diesen Kollegen, der mir diesen Tipp gegeben hat, kontaktieren. Ihr habt die Chance, auch mich kennenzulernen und sogar ins Video mit reinzukommen. Ich kontaktiere euch dann bei den Kommentaren, schreibt mir deine E-Mail und dann kommt er vielleicht sogar ins Video rein. Also fleißig losschreiben und Daumen oben, alles drum und dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.